Hallo und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Liebe Zuschauer, oftmals wurde schon berichtet über das ganze Thema der Harmonisierung von Mobilfunkgeräten. Natürlich, wie in allen Bereichen, wird auch da mit Dingen Geld verdient und wir haben vieles getestet, was nicht mal den Namen verdient hat. Was hat es für einen großen Nachteil? Irgendwann denken die Menschen, das ist alles Hokuspokus und das brauche ich nicht, da wird bloß Geld gemacht, hat aber keine Wirkung. Diese Entscheidung kann zum großen Nachteil sein, wenn man die nachfolgenden Ergebnisse sieht, die wir Ihnen heute in der Sendung zeigen. Warum mache ich das? Dass Sie unterscheiden können, welche Systeme nützen wirklich mir was, meinem Körper, welche Systeme haben keine Nachweise. Und Sie kennen ihn alle, er war schon öfter bei mir in der Sendung. Ich arbeite besonders gern mit ihm, weil ich sehe, wie akribisch er in Forschungen und Testergebnisse hineingeht, um einfach selbst zu wissen, welche Wirkungen entfalten Mobilfunkendgeräte auf unseren Körper und wie kann er mit Systemen dagegen wirken, dass diese Mobilfunkgeräte und diese ganzen Strahlungen, die damit zu tun haben, ob es vom Turm zum Handy ist, vom Handy zum Turm, was passiert im Auto, wenn ich da lauter Blech um mich herum habe und so weiter. Und da hat er wieder frappierende Ergebnisse, die uns zeigen können, wie der Unterschied ist. Herzlich willkommen im Studio, Richard Neubersch von Swiss Harmony. Herzlichen Dank, Norbert. Hört sich immer gut an, sage ich besonders gern, weil allein schon dem Wort Harmonie ist eine tolle Schwingung drin. Und wer möchte nicht in Harmonie sein? Weil dann geht es uns gut, dann fühlen wir uns wohl. Wir haben viele Berichte schon gehört und immer wieder steht in Zeitungen was drin. Und wenn man heute mit Mobilfunkherstellern spricht, dann gibt es immer nur die Aussage, ja, wir bewegen uns im Rahmen der gesetzlichen Grenzwerte. Das ist aber kein Schutz für uns. Das ist irgendeine Festlegung, die irgendwann mal getroffen wurde. Und dann ist natürlich sehr schwierig, gegen solche Feststellungen dann anzurennen. Man müsste dann ewig Studien machen und jahrelang Geld investieren, um diese Grenzwerte zu verändern. Können wir meistens nicht, haben wir auch gar nicht das Geld und die Zeit dazu. Also kommen Menschen wie du, die dann sagen, bevor ich mir jetzt den Kopf grille oder in meinem Haus ein Elektrogewitter habe, dass weder Pflanze noch Tier noch ich mich wohlfühle, tue ich da was. Swiss Harmony hat sich einen Namen gemacht durch das Harmonisieren von ganzen, Stromkreisläufen in Häusern, hat sich einen Namen gemacht durch die Harmonisierung im Auto, was neben der tollen Geschichte der Reduzierung der Abgaswerte auch noch dem Geldbeutel gut tut, weil weniger Sprit verbraucht wird. Aber heute wollen wir uns speziell nochmal mit dem Biopatch beschäftigen. Biopatch, liebe Zuschauer, wenn die Kamera mal da vorne drauf geht, das ist das Teil, was hinten auf Ihrem Smartphone, auf Ihrem Handy, ich zeige es hier unten, das hier, was da drauf sein soll, so ist es im Original verpackt. Das hier, was Sie da sehen, dieses runde Teil, ist ausschließlich eine Metallplatte, die das Halten im Auto vereinfacht in einem System. Wir reden aber hier von dem Thema, von dem sogenannten Biopatch, der aufs Mobilfunkgerät aufgebracht wird. Erstmal die Frage, Richard, warum soll ich das überhaupt drauf machen? Den Biopatch aufs Telefon? Ja. Ja, weil inzwischen ist nachgewiesen, dass Hochfrequenzen nachteilig auf die Gesundheit einwirken. In, ich weiß nicht wie viele Studien, auch in unabhängigen Studien. Und es gibt natürlich Studien, die werden von der Industrie bezahlt, gesponsert, die sagen was anderes aus. Aber wer da unterscheidet und sich richtig informiert, der weiß und der erkennt, dass Hochfrequenzen unserer Gesundheit schaden, ob wir wollen oder nicht. Und das heute sogar in Gesundheitsmagazinen, also ob diese ganzen, die es im Handel gibt, Gesund oder Bio-Magazin oder wie sie alle heißen, habe ich überall Raum und Zeit, Visionen, überall schon seitenweise Berichte drin über diese Gefahren des Mobilfunks und gerade, wenn man kleine Kinder hat. Genau. Dann ist es besonders heftig. Dann ist es besonders schlimm, vor allem, wenn die kleinen Kinder dann noch mit dem Handy, mit Oma telefonieren, eine halbe Stunde, das ist ein Verbrechen beinahe, dass man sowas zulässt. Jetzt gibt es ja unterschiedliche, unterschiedliche Frequenzen, die in unterschiedlichen Bereichen auf unseren Körper einwirken. Ja. Wir haben hochfrequente Strahlen, wir haben niederfrequente Strahlen und haben noch eine Wärmeentwicklung. Mhm. Was ist jetzt das, was uns zusetzt? Wo ist das Problem beim Körper? Mit was kann er nicht umgehen oder nur schwer? Also am wenigsten
gefährlich sozusagen oder bedeutsam für unsere Gesundheit ist die Wärmeentwicklung. Viel dramatischer sind die Hochfrequenzen, aber man darf auch die niederfrequenten Felder nicht unterschätzen. Es gibt extrem sensible Menschen, die in der Hauptsache auf niederfrequente Felder anschlagen, also entsprechend empfindlich reagieren und es da nicht aushalten. Niederfrequente Felder sind ja die Felder, die elektrischen Felder, die von Stromkabeln und Elektrogeräten erzeugt werden, die also nicht über Distanzen oder durch Wände hindurch strahlen, während die hochfrequenten Felder erzeugt werden von Sendern, wie Mobilfunkmasten, unser WLAN-Router zu Hause, der mittlerweile fast in jedem Haushalt steht. Richtig, Schnurlostelefone und der Handy natürlich auch, dass eben Strahlen aussendet, die über Distanzen gehen und die keinen eigentlichen Träger mehr brauchen, außer unserer Luft, ne? Oder eben andere Träger, andere Materialien wie Mauern. Das geht ja durch Mauern durch. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass die meisten Extremsensiblen eben auf Hochfrequenzen reagieren und dass ganz häufig der Router ausschlaggebend ist. Also wenn man zum Beispiel sich lange an einem Router aufhält, in direkter Nähe zum Router, der nicht geschützt ist, der nicht harmonisiert ist, dann kann das ganz schnell irgendwann zu einer extremen Sensibilität führen. Das heißt, dass ich dann starke gesundheitliche Beeinträchtigungen habe, sobald ich mit solchen Feldern in Berührung komme. Wir haben schon Sendungen, Sie erinnern sich, liebe Zuschauer, wo hochsensible Menschen bei uns in der Sendung waren. Bedeutet, wie gesagt, wenn die da in die Nähe kommen, werden die unruhig, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, teilweise Ausschläge, die innerhalb von einer Stunde plötzlich überall auf dem Körper von den Betroffenen sind. Das heißt, der Körper wehrt sich gegen diesen Einfluss von dieser Schwingung, von dieser Frequenz auf seine Zellen. Und wie gesagt, eine große Geschichte, aber das wird ein separates Thema. Der Richard ist jetzt dran, in einer anderen Studiengeschichte, bevor wir wieder auf unser Thema zurückkommen, festzustellen, wo liegt der Unterschied zwischen dem Normalo, erstmal ich, wenn ich das bei mir trage, also ich spüre nicht, dass es mir im Körper irgendwas macht. Wieso bin ich so resistent gegen das, aber andere sind so empfindlich. Also der Hochsensible, der, wie gesagt, wenn ich dann nur ein Handy in der Hand habe und der sieht, das kriegt er schon das Zappeln. Wo liegt der Grund, in welchem Bereich im Körper ist er zu finden? Gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, da im Vorfeld darauf Einfluss zu nehmen? Also da ist auch ein Forschungsthema im Laufen und wo man mit Probanden nochmal, aber wie gesagt, das wird ein anderes Thema unserer Sendung sein. Warum ich es erwähne, ist, weil mich fasziniert einfach hier bei Swiss Harmony geht es nicht jetzt allein, Ihnen irgendwelche Produkte zu verkaufen, wo man die Wirkung halt nicht sehen kann. Nur wenn Leute spürig sind, dann fühlen sie plötzlich, dass ihr Haus sich ganz anders anfühlt, wenn es harmonisiert ist oder sie keine Kopfschmerzen mehr bekommen oder sie viel besser schlafen, wenn das Haus harmonisiert ist. Das habe ich oft als Rückmeldungen und du hast ja auch da Berge von positiven Rückmeldungen von deinen Kunden. Wir kommen nochmal zurück auf unser heutiges Thema. Da geht es jetzt um ein anderes Institut. Was für Institut und um was ging es da? Erzähle mal so ein bisschen, wie das dazu gekommen ist. Ja, also das nennt sich IMST. Was genau heißt, weiß ich nicht. Es ist aber das Institut in Deutschland, in Kamp-Lintfort, das auch in Anspruch genommen wird von Mobilfunkherstellern, Mobilfunkgeräteherstellern, um den SAR-Wert zu ermitteln. Und der von denen ermittelte SAR-Wert ist dann der, der praktisch in den Verkaufsunterlagen als SAR-Wert angegeben wird vom Hersteller. Für mich ist klar gewesen, immer schon klar gewesen, dass der SAR-Wert oder die Einführung des SAR-Wertes eigentlich etwas ist, was den Verbraucher eher in die Irre führt, weil er keine Aussage macht über die Schädlichkeit der Hochfrequenzen. Er macht nur eine Aussage darüber, inwieweit sich Gewebe erwärmt, wenn ich das Gerät an mein Ohr halte. Und das wissen wir von früher. Also seltsamerweise bei den neuen Geräten habe ich das nicht mehr. Ich kann mich aber erinnern, früher, ich weiß noch, Nokia 6410, wie lange ist das her? 15 Jahre oder so.
Und wenn ich da mal eine halbe Stunde telefoniert hatte, hatte ich immer rote Ohren. Ein heißes Ohr. Ne? Ja. 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 Ohne, dass man heiße Gespräche geführt hat. Ja. Da ist das Ohr trotzdem heiß geworden. Genau. Also das war immer extrem, konnte man richtig spüren. Und manchmal musste ich sogar das Telefon ans andere Ohr nehmen, weil es unangenehm war. Weil das Telefon selbst ja auch heiß wurde. Mhm. Teilweise ja, wurden die auch und heiß. Und das ist ja heute schon anders. Die werden zwar auch immer noch heiß, aber nicht mehr ganz so schnell oder explodieren. Aber wie gesagt, es macht nur eine Aussage darüber, inwieweit erwärmt sich mein Gewebe. Und man hat daraus sozusagen die Schlussfolgerung impliziert, dass die Stärke der Gewebeerwärmung sozusagen, die Intensität der Gewebeerwärmung, dass die eine Aussage darüber macht, wie schädlich das eigentliche Handy ist mit den Hochfrequenzen. Okay. Aber im Grunde sind es zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Genau. Und dieses Institut, bist du auf die zugegangen? Hast du Nein, probiert, es mal? War einer meiner Repräsentanten, der heute Repräsentant in Wien ist, ein junger Mann, ein junger Student, der mal sagte, Mensch, lass uns doch mal in dem Institut testen, was der BioPatch kann. Und ich war immer dagegen, weil ich mir sagte, was wollen wir damit? Weil mit dem Ergebnis würden wir nur diese Irreführung mit unterstützen. Ne? Und weil es nicht wirklich eine Aussage macht. Aber ich habe dann doch zugestimmt, weil ich bin der Meinung, solchen Impulsen sollte man nachgehen. Ne? Und wir haben es testen lassen im Januar diesen Jahres. Und sehr zu meiner eigenen Überraschung, muss ich sagen, hat sich ergeben, dass der BioPatch den SAR-Wert um 10% reduziert. Auch zur Harmonisierung der Hochfrequenzen. Zusätzlich Strahlung zur Harmonisierung. Wird sogar der SAR-Wert reduziert. Und der ist ja, wie gesagt, auf jedem Handy, was du kaufst, findest du diese Angabe. Ist ja angegeben. Steht das drauf. Jetzt zeigen wir gerade mal, ich habe hier auf meinem Monitor, habe ich das Untersuchungsergebnis. Das ist das Institut. Da oben sehen Sie, dass es hier um Swiss Harmony, um den BioPatch geht. Und das, wo das Testlabor ist, hier Kamp-Lintfort in Deutschland, aber alles in Englisch, aber wie gesagt, so viel werden wir Ihnen vermitteln können. Hier sind die ganzen Daten erfasst, dann gehen wir mal eins weiter. Das ist alles in dem Test dann beschrieben worden. Natürlich zeigen wir Ihnen jetzt nicht jede Seite, da wird man zwei Stunden noch da sitzen. Was für uns wichtig war hier, und das wird gleich der Richard kommentieren, da sehen wir nochmal genau die Bezeichnung. Richard, vielleicht erklärst du das. Ja, genau. Der Name des Modells, das hier getestet wird, ist eben BioPatch. Und dass es so etwas ist wie die schreiben hier Sticker, das würde Aufkleber heißen, aber es ist eigentlich mehr ein Carbonplättchen, das man in dem Fall dieses Testes mit Tesastreifen am Handy befestigt hat. Das sehen wir gleich ja noch. Und hier steht eben, dass dieser Aufkleber praktisch in Kombination mit einem mobilen Telefon getestet wurde. Und das Telefon ist ein Samsung Galaxy A3 gewesen. Und das ist alles, was man dazu sagen kann, mit integrierter Antenne. Gut, dann schauen wir uns mal die Werte an. Da steht jetzt, sehen Sie oben drüber, liebe Zuschauer, Tests Results. Heißt, das sind die Ergebnisse des Testes. Genau. Richard, wenn du jetzt erklärst, was wir unten in den Reihen hier sehen. Ja. Also wir sehen da einmal das Band, das ist das Frequenzband WCDMA1, das entspricht dem UMTS, 1900 Megahertz. Mhm. Man hat mit 1900 Megahertz, man hat das Handy auf diese Frequenz eingestellt, dass es keine anderen Frequenzen aussendet, weil man will ja klare Ergebnisse haben. Und in der ersten Zeile steht without BioPatch, also ohne unseren BioPatch. Also das heißt hier in der oberen Zeile, da sind die Werte drin ohne BioPatch. BioPatch, genau. Cheek left heißt an der linken Wange. Ja. Was dieses CH ist, weiß ich nicht. Die Frequenz, da steht es, 9950 Megahertz. Und abgebildet wird es noch auf dem Bild, das wir nachher zeigen. Und da haben wir jetzt das Ergebnis. Das sind 51 Milliwatt pro Kilogramm. Oder 0,051 Watt pro Kilogramm. Dann gehen wir gleich eine Spalte tiefer. Hier also sehen wir ganz vorne, wenn wir hier hinschauen, mit BioPatch. Der gleiche Test sozusagen. Genau, gleiche Wange. Nur, dass der BioPatch dann dran war. Und zwar ist der Test, da steht in der untersten Zeile, der Test ist ausgeführt worden, der zweite, nachdem der BioPatch 15 Minuten am Telefon befestigt war. Und da ist der Wert 45
Milligramm pro Kilogramm. Milliwatt pro Kilogramm. 0,045. Oder 0,045 Watt pro Kilogramm. Ja. Also selbst da, obwohl das weder dein Ansinnen war, als du diese ganzen Entwicklungen dieser Systeme gemacht hast, und du hast ja deine Meinung zum SAR-Wert eben kundgetan, haben wir ein Ergebnis, dass selbst dieser Wert durch den Biopatch nachweislich begutachtet um 10% sinkt. Ja. Also das heißt, zudem, was es macht über die Harmonisierung der hochfrequenten Strahlung, nimmt es auch noch diese Wärmestrahlung um 10% runter. Ich meine, da sind wir glücklich, mit 0,051 sind wir schon recht tief. Aber wenn es noch weiter runter geht, ist es natürlich noch besser. Und wie gesagt, das alles ist ganz easy mit diesem kleinen, ich sag mal, Aufkleber oder Sticker oder wie auch immer, auf dem Smartphone oder auf Ihrem Mobilfon zu erreichen. Man könnte jetzt natürlich, darf ich meinen, man könnte jetzt natürlich sagen, wenn der SAR-Wert tatsächlich auch Auskunft gibt über die Gefährlichkeit der Hochfrequenzen, wenn also die Gefährlichkeit der Hochfrequenzen vielleicht mit 10% des SAR-Wertes, mit der 10% der eigentlichen Ursache der Erwärmung sind vielleicht erzeugt von der Intensität der Hochfrequenzen. Das dann ist kann es sein, theoretisch möglich. Dann könnte es sein, dass durch diese Harmonisierung eben der Wegfall der Störung durch Hochfrequenzen genau diese 10-prozentigen Wert ausmacht. Aber das ist jetzt sehr. Also das ist noch nicht wissenschaftlich bewiesen. Ist wirklich nicht wissenschaftlich. Das ist eine Theorie, eine Hypothese, eine Theorie. Was sein könnte. Ja. Und wie gesagt, das finde ich auch ganz klasse und möchte ich auch nochmal den Zuschauern sagen, was mich einfach fasziniert, und ich tue mir alles über die Länge der Zeit anschauen. Ich nutze die Systeme, ich spüre mich, ich schaue hin, was macht's Unternehmen, wie sind die Resonanzen, was schreiben mir Nutzer und Zuschauer, und dann gehen wir immer weiter und schauen, dass wir Ihnen auch eine Information vermitteln, mit der Sie auf die Dauer was anfangen kann, dass Sie nicht hier ein Produkt vorgestellt kriegen und dann hören Sie nie mehr was davon. Nee, weil genau das ist nämlich der Punkt, so wird es meistens gemacht und das will ich nicht. Ich möchte hingehen und möchte sagen, gut, ich bin nicht der Fachmann, ich kann nicht in allem der Fachmann sein, sonst hätte ich so einen Kopf. Das wird nicht gut aussehen. Also, was muss ich tun? Ich muss immer wieder nachfragen, ich muss Probanden haben, ich muss Testpersonen haben, ich muss Testergebnisse haben, um wirklich festzustellen, sind die Aussagen, die wir in dieser Sendung getroffen haben, sowohl du als der Inhaber des Unternehmens, wie auch ich als der verantwortliche Journalist, sind die wahrheitsgemäß, sind die so gut recherchiert, dass der Zuschauer was damit anfangen kann? Da geht die Zielsetzung hin und da haben wir auch, wie gesagt, immer wieder geschaut, dass wir die Beweise haben. Und der Richard Neubersch ist damals gleich darauf eingestiegen und hat gesagt, klar, so was es geht, werde ich testen lassen, um nachzuweisen, dass meine Systeme nicht zum Geldverdienen da sind, sondern um die Systeme zu harmonisieren, um ihr Haus, ihr Handy, ihr Auto in eine Situation zu bringen, dass sie ihrem Körper wohltut. Und das brauchen wir. Stressnummern haben wir am Tag genug. Brauchen bloß morgens die sogenannte Boulevardzeitung aufschlagen, ist der Stress schon da. Wir zeigen vielleicht nochmal den Leuten auch die Bilder, wie getestet wurde. Und das sehen Sie jetzt hier an diesem PDF. Da ist das Gerät abgebildet, links von vorne, rechts von der Rückseite. Da haben Sie den Biopatch aufgebracht. Hier unten sehen wir nochmal eine liegende Aufnahme vom Gerät. Also klassisch, wie er zu verwenden ist, das ist auf jedem Gerät möglich. Ich glaube, man muss bei einer Sache aufpassen. Da gibt es noch eine Information vom Richard. Ja. Und zwar trifft das hauptsächlich für das iPhone zu, weil das iPhone beinahe eines der einzigen Geräte ist, Mobilfunktelefone ist, das die Rückseite aus Aluminium hat. Ach, mein Lieblingsmaterial. Ja. Und Aluminium lässt keine Informationen durch. Wer also diesen Biopatch einfach auf die Rückseite pappt beim iPhone, der wird keinen Effekt erzeugen damit. Gut zu wissen. Ja, es muss, wir sagen das aber auch in unseren Anleitungen, man muss darauf achten, dass der Biopatch entweder auf dem unteren Glasteil liegt, je nach Modell. Dann tun wir doch gerade nochmal das hier einblenden, was wir hier vorne stehen haben, weil das ist ja so ein iPhone. Und da sehen wir genau hier, das ist ganz unten, weil der untere Bereich hier ist, glaube ich, aus Metall, ne? Der untere Bereich ist beim iPhone entweder aus Glas oder er hat einen Kunststoffstreifen, der quer rüber geht. Oder beim iPhone 7 geht der Kunststoffstreifen sozusagen direkt an der unteren Kante lang.
Der wird also nicht mehr quer rübergezogen. Er geht an der unteren Kante lang und da ist einfach wichtig, dass der Biopatch mit dieser unteren Kunststoffkante in Verbindung ist. Das reicht. Aha, also bei dem hier, da ist unten noch ungefähr so 1 Zentimeter diese Kunststoffkante da. Da ist es so, beim neuen ist es ganz, ganz unten. Nur ist es wichtig, wie der Herr Neubasch gerade sagt, dass der Biopatch mit dem Kunststoff verbunden ist und nicht aufs Aluminium geklebt wird, weil, wie gesagt... Und das neueste Modell iPhone 8 wird ja kein Aluminium mehr haben. Das soll angeblich aus Glas sein. Und da, werden wir das, da haben wir das Problem nicht mehr. Genau, es ist nur bei Metallen, glaube ich. Nur, ne? Bei Aluminium. Nur bei Aluminium. Mhm. Also wenn es aus Edelstahl wäre, wäre es... Kein Problem. Mhm. Nur bei Aluminium. Andere Frage noch zu dem Thema Biopatch. Jetzt haben uns Leute gesagt, ja, wir haben im Haus mit unserem Vermieter gesprochen, der will das nicht oder kann das nicht bezahlen oder was auch ich, dass das ganze Haus harmonisiert wird, irgendwo im Keller. Sondern er sagt, was mache ich jetzt? Und da war die Frage, er hat zu Hause, wie gesagt, einen Router, ein Schnurlosgerät und sein Handy. Und er sagt, wäre mir damit geholfen, wenn ich auf die ganzen Geräte den Biopatch drauf klebe? Würde das dann auch harmonisieren? Natürlich, es würde die Geräte harmonisieren und damit die ausgesandten Frequenzen. Die würden den Körper nicht mehr stören. Im Fall des Routers ist der Biopatch perfekt. Er sollte immer da angebracht werden, wo der Strom sozusagen in den Router hineingeht. Mhm. Beim Handy offensichtlich haben wir darüber gesprochen. Aber beim Schnurlostelefon braucht es keinen Biopatch. Da reicht die Phonecard. Historisch gesehen war die Phonecard ja sowieso für Handys. Vor 8 Jahren, als wir angefangen haben, war die Phonecard perfekt für die Handys, weil da hat es noch nicht diese Smartphones in der Form gegeben. Und so Dual-SIM und sowas gab es alles nicht. Nein. Zwei Frequenzen bollern genau. Hier. Und 2-3 Jahre später kamen die ersten Rückmeldungen von Kunden, die sagten, die Phonecard ist klasse. Und am Handy macht sie tatsächlich, sie verbessert was, aber sie macht es nicht ganz weg. Das waren die Extremsensiblen, die haben das sofort mitgekriegt, dass die Phonecard nicht mehr ausreicht bei diesen Smartphones. Und deswegen haben wir ja den Biopatch entwickelt, nur deswegen. Ja. Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass diese Systeme immer wieder angepasst werden müssen. Und auch da bist du ja sehr rührig, ja. Du hast ja immer viele Gerätschaften zum Testen da und probierst dann, wie wirkt es da drauf, wie wirkt es da drauf. Wobei der Biopatch ist nicht anders von seiner Wirkung her als die Phonecard. Der Unterschied ist nur, dass der Biopatch mehr Masse hat als die Phonecard. Und es ist wichtig, wenn die Energiesysteme, die erzeugt werden in so einem Gerät, da muss, je größer das Energiesystem ist, je stärker es ist, je mehr Frequenzen da sind, umso mehr Masse muss dann auch da sein, um das Gerät tatsächlich mit dieser Information ausreichend zu informieren. Und das war bei der kleinen Phonecard, war es für die Handys war es okay, die haben ja nur eine Frequenz gehabt oder so, ne? Ein bisschen Internet empfangen und fertig. Ja, heute, ja. Das ist ja viel, viel aber komplexer. Je umfangreicher und je frequenzbreiter, du kannst ja heute mit so einem Smartphone übers Mobilfunknetz, also über 900, 800, 1900 genau. Megahertz gehen, ja. Du kannst über WLAN-Netze agieren, manche haben sogar noch dieses U oder G, irgend so eine spezielle Geschichte drin, habe ich jetzt mir nicht gemerkt, wo sie auch noch kommunizieren können über was. Und da muss ich sagen, jetzt trägst du schon ein System bei dir, was in 3 oder 4 oder sogar 5 unterschiedlichen Frequenzbändern arbeitet. Das ist es. Und alles muss dein Körper verarbeiten. Ja. Das muss man verstehen. Wir bestehen doch nicht aus Luft. Wir sind doch ein Funktionsträger. Jede unserer Zellen hat ein Kraftwerk drin, Mitochondrien, vielleicht schon mal gehört. Und wenn ich da alle möglichen Informationen reinfeuere, macht es plötzlich und ich ganz verwirrt und weiß nicht mehr, was es tun soll. Und dann wundern wir uns, warum wir irgendwann krank werden. Ist nun mal so, wissen Sie, gehen Sie mal in die Geschichte der Radioaktivität. Gab plötzlich Zahnpasta mit Radium drin und Wohnungen mit Radiumanstrichen, bis man gemerkt hat, dass alle Leute krank werden und sterben. Plötzlich gab es das nicht mehr. Ja. Aber vorher war man einfach nicht dessen sich bewusst. Und das ist es heute. Und bevor die Symptome bei Ihnen kommen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und so weiter, oder dass Sie Ihre Kinder unter Stress setzen, so 6-, 7-, 8-, 9-, 10-Jährige, wenn die in die Schule gehen und ich sehe schon, dass die ein Smartphone dabei haben, da friert es mich immer. Das kleine System da oben drin, das wird komplett zerhackt und das Kind hat einen Stresszustand, den es vorher nie gekannt hat und für das es auch nicht da ist. Aber wir wollen halt alle immer modern sein in einer tollen technischen Welt. Wenn wir ein bisschen unseren Verstand einschalten, in dem Fall, da ist es vielleicht gar nicht schlecht und ein bisschen uns hinspüren,
Und dann verstehen wir, dass wir auf gewisse Sachen aufpassen müssen. Wir haben ja auch irgendwann gelernt, dass ich nicht ohne isolierte Handschuhe oder Werkzeuge an Elektrosystemen rumfummeln kann. Ja. Habe ich auch irgendwann gelernt. Und dann haben wir das alle verstanden. Und jetzt machen wir das und haben Phasenprüfer, wo wir sehen, ist Strom drauf oder nicht. Könnten wir auch einfach mal so hinfassen und mal gucken, ob Strom drauf ist, wenn wir es nicht gut bekommen. Was will ich Ihnen sagen? Schützen Sie sich, schauen Sie, dass Sie in dieser Welt, wo viele Gefahren in allen Bereichen lauern, ob wir atmen, ob wir trinken, ob wir essen, ob wir telefonieren, ob wir Auto fahren, überall werden die Gefahren immer größer und keiner klärt uns darüber auf, weil mit allem nur mal Geld zu verdienen ist. Ist leider so. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen und wie gesagt, hier sind auch die Investitionen in einem Bereich, wo sich das jeder leisten kann, denn wie gesagt, da ist der Richard auch einer, der sagt, es geht mir darum, dass alle Menschen es nutzen können. Richard, unsere Sendezeit ist zu Ende. Was wollen wir den Leuten noch sagen? Außer, holt euch einen Bio-Patch, auf das euer Gehirn nicht gekillt wird. Ja. Ich weiß, du würdest das nie sagen. Ich darf das, weil ich bin dieser Meinung, dass man das tun sollte. Ich sage herzlichen Dank für die Vorstellung der Studie. Gerne. Und weiterer Beweis, dass deine Systeme funktionieren. Vielen Dank auch dir. Und Ihnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen jetzt nachweisen, wie wichtig es ist, dass Sie solche Systeme in Ihrem Bereich, in Ihrem Büro, in Ihrem Office zu Hause bei sich nutzen, dass Sie einfach unbelastet Ihren Tag verbringen können und sich wohl und glücklich fühlen. Und dann sind wir auch zufrieden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline.